Hallo. Ja, hallo. Ich weiß mal wieder nicht, was Loki da eigentlich macht, aber ist mir auch scheißegal, weil... Unsinn. Weil irgendwann, wenn wir dieses Spiel verlassen, dann haben wir nie wieder diesen Blödsinn. So, nein, Quatsch. Richtig. In anderen machen wir Borderlands 3 weiter. Ja, aber erstmal mache ich was anderes noch. Das weißt du ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist so extrem laut gerade hier. Kann das sein? Ja, ne? Alter Schwede. Okay. My Queen. Machen wir oder machen wir nicht? Ah, mach's schon. Jo, du hast ein kleines Pulli. Jetzt hätte ich aus angekotzt. Nein. Ich nicht. Hm. Wie ist mein Inventar voll? Oh. Hat man nichts verkauft. Bis gleich. Ih, kotzt nochmal. Wow, ernsthaft? Sie hat mir Munition gekotzt? Ja. Dafür habe ich ihr 5 Iridium gegeben. Nein, pass auf. Sie hat halt eingesehen, dass du halt einfach eh schon der Stärkste auf dieser Welt bist. Also du brauchst keine neuen Waffen. Weißt du? Sie hat deine Macht anerkannt. Aber die kann ja. Ich nicht verkaufen. Warum guckt sie mich immer noch so an aus dem Augenwinkel? Sehe ich das? Das ist spooky. Loki, hilf mir. Hör auf, unsere Königin zu hinterfragen. Aber... Sie weiß, was sie tut. Bin ich mir nicht so sicher. Sind unergründlich. Ich fütter sie nochmal. Ja, ich gleich auch. Ich muss nur kurz sagen. Oh mein Gott, wirf doch nicht ganz am Arsch der Welt hin. Auch wenn es aus deinem Arsch kam. Ich würde sagen, Fun Fact, sie wirft es meistens aus ihrem Arsch. Oh, warte, Schatz. Ja. Der Granatwerfer, der Raketenwerfer war nicht nachgeladen. Was? Der Raketenwerfer war nicht nachgeladen. Ich habe ihn gerade nachgeladen, wo ich gucken wollte, ob ich, weil ich habe mich mit der Zeit vertan. Ich wollte auf die Schrotflinte, weil sie mir eine Schrotflinte ausgeschissen hat und ja. Wollte vergleichen und ich habe halt auf den Raketenwerfer gewechselt, weil ich mich mit der Zeit vertan habe und habe den einfach unter mir nachgeladen. Der ist explodiert. Ach, Teddy. Ja, okay, das ist so einer, da war was. Ich komme wieder. Also meine Schrotflinte war auch Kacke, die da rauskam. Aus ihrem Allerwertesten. My Queen. Nimm diesen Iridium-Waffen. Ich danke dir für diese wunderschöne Waffe. Dahl. Dahl. Wie war das? Alle guten Dinge sind 3, ne? Willst du jetzt wieder zuerst? Hab ich einfach... Ich hab 4 SMGs ausgerüstet, was ist denn falsch mit meiner Birne? Keine Ahnung. Ja, yeah, sure, why not. Oh, ist die hässlich. Alle guten Dinge sind 3, ne? Du bist ein braves Pony. Wer ist ein braves Pony, hä? Das ist ein Sniper. Ja, macht aber wieder weniger Schaden als meine. Aber keine Sniper, ist das doof. Wieso machen die immer alle weniger Schaden als meine? Was ja, ist denn das? Weil der Sniper scheinbar einfach komplett OP ist. Na, egal, was ich jetzt gerade gesehen habe bisher. Alles macht weniger Schaden. Tja. Wird Zeit, dass wir uns neue Sachen. Okay. Wir wollten das nächste DLC. Wo kann man verkaufen? Das nächste DLC! Wo kann man verkaufen? Ah, da vorne, ich sehe schon. Bei den Läden. Ja, ich sehe schon. Ich bin nur ein bescheidener Händler. Warum ist das vielleicht schon wieder Englisch? Ich hab doch letztes Mal auf. Ich weiß es nicht. Ich will das nicht wissen. Oh, ich habe einen Kopf. Wie ist das für ein Favorite? Like, wie macht man Favorites? Ich habe noch Raketenwerfer im Inventar. Nee, der Lightning-Bolt geht, aber den will ich nicht. Fireball, können wir drüber reden. Wieso habe ich Missionswaffen?
Miss Moxies Fuselknarre? Ja, ja, die Grognose, die ist für die, eine von den Zwergenquests. Achso, die brauchen wir, okay. Also Missionswaffen sind immer Waffen für Mission. Mission. Ich weiß, man kommt nicht drauf von alleine. Ich habe einen Kopf freigeschaltet. Piraten werden. Ja! Okay, ich muss kurz gucken, wo es ist. Ah, Pirate's Booty. Oasis. Dann machen wir uns aber bereit. Ja! Vor langer Zeit gab es einmal einen großen Schatz in der Wüste und die Kammerjäger fanden ihn und töteten alle Bösewichte. Ende. Nein, 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 so fängt man doch keine Geschichte an. Ich fand's ziemlich gut. Und ich finde, du kriegst diese Woche nichts zu essen. Fängt man eine Geschichte an. Legenden erzählen von Captain Blades verlorenem Schatz des Sandes. Von Beute so wertvoll, dass Männer den Sand rot färben würden, um sie zu kriegen. Von einer Piratenkönigin, mutig und gefährlich, die vor nichts zurückschreckt, um ihn zu finden. Von einem monsterhaften Leviathan. Von den Kammerjägern, die zur Wüstenstadt Oasis reisten, nichts ahnend von den Schrecken, die sie dort erwarteten. Na, kapiert? So geht das. Meins war kürzer. Dein Leben wird auch gleich kürzer, du kleine Drecksweise. Alter. Wenn du mich nun bitte vor den dreckigen Sand Pirates retten könntest, die mir mein Wasser stehlen wollen. Oh ja, das können wir nicht zulassen. Wasser ist wichtig. Was? So, ich dachte, wir töten ihn, damit wir ihm das Wasser geben können. Nein. Okay. Also, du hast gesagt, hast du noch. Oh, guck mal! Da ist noch was Neues. Gegner, die sterben, würde ich anschießen. Noch. Mal schauen, wie lange das hält. Resist! Ja, geh mal weg, Resist! Oh! Da hätte ich nicht reinlaufen sollen. Also, wo waren wir nochmal? Wo ist noch eine? Da oben. Mach das nicht. Oh mein Gott, da lag eine Granate! Hä, hast du das nicht gesehen, dass er die geworfen hat? Ich dachte, er wollte die werfen. Nein, er hat. Ja, hab ich dann auch gemerkt. Ach, weißt du was? Okay. Wieso habe ich einen Korrosion-Sniper? Ja, nicht. Wieso bist du schon wieder tot? Weil ich in die Gegner reinrenne. Hä? Also was ist das für eine Frage? Warum denn sonst? Macht man doch so, oder? Nein. Hallo. Oh. Hallo. Nee, nicht schon wieder gerade. Ach, das ist eine Figur. So. Nachdem ich einen Crash hatte, schön hier. Sind wir wieder da. Findest du dich ja nicht auch schick? Also hier, also. Absolut. Deswegen wollte ich es ja nochmal machen. Jetzt, wo ich das erste Mal hier bin, muss ich sagen, ist echt schön. Was jetzt ärgerlich wäre, wenn da hinten jetzt gleich Gegner um die Ecke kommen würde. Oh nein! Gegner! Wer hätte das irgendwie erwarten können? Oh mein Gott, meine Waffen haben alle keine Präzision. Granaten auf mich zu schmeißen. Oh Gott. Reload.
Ich sehe kleine? Da sind. Da waren kleine. Kiste. Nee. Ja, wir haben gleich. Irgendwo in der Ecke sitzt der einer. Der oben? Hä? Ach da. Ups, das war. Autsch. Kriegst du was? Ja, wenn er Schaden nehmen würde, dann ja. Aber der nimmt keinen Schaden irgendwie. Nicht mehr was Gescheites, oder was? Nee. Könnt ihr mal kurz warten, ich muss mir die Waffe angucken. Danke, jetzt können wir weitermachen. Autsch, das war eine Granate. Oh, da oben. Kommst runter? Nicht die Granate, du. Ja, dann geht's da hoch. Hey Shade, rück das Wasser raus, dann verwendet Sand. Du musst das nicht als Unterlage. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen No-Beard killen. Oh Gott. Schaden. Warum hat er sich nicht gewehrt? Weil du ihn ständig hochgehoben hast? Ja, aber er hat sich auch nicht gewehrt, wenn er auf dem Boden war. Was für ein Krawall kommt da aus Oasis? Oh, sehe ich da einen Kammerjäger? Vielleicht. Scarlet und irgendwas sagt mir, dass du es auf den Schatz abgesehen hast, genau wie ich. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten zusammen und teilen uns den Schatz oder wir versuchen uns gegenseitig zu killen. Oder beides. Komm zu mir nach Wormwater, ja? Geil, beides! Achso, wir sind ja schon hier. Nee, doch nicht. Ich bin Shade und du bist der coolste Typ, den ich kenne. Bitte geh nicht. Bitte. Oh no. Fühlt sich doch jetzt schon einfach nur sympathisch. Was haben wir denn da? Von Oasis, dank dir. Danke. Bringe gerne Zeit, falls du nach dem Schatz des Sandes suchst. Solltest du mit Captain Scarlet sprechen, sie sitzt in Wormwater. Du brauchst ein Sandskiff, um hinzukommen. Nimm meines, ist das Mindeste, was ich tun kann für den Fremden, der die vielen lebenden Menschen in meiner Stadt gerettet hat. Oh, du bist so cool. Ja, danke, danke, ich weiß. Recht was? Hat er. Muss man ja auch einfach sagen. Ja, ja. Wir sind halt schon einfach geil. Ich warte hinten auf dich, ne? Ja, ja, Entschuldigung. Ja, mach du. Mach du, mach du, mach. Ich sag ja nur. So, wo, wie, was? Ah, da. Hier, also nicht dort, sondern hier. Nicht an jedem Ort, sondern an diesem, weißt du? An wessen Ort? Diesem. Was? Reicht das, wenn ich so hier sitze oder stehe oder? Super, du hast. Oh nein! Ist mein Sandsgift zufällig gerade explodiert, sodass du noch ein wenig hier bei mir in Oasis bleiben musst? Verflixt aber auch! Du schon draufgesprungen bist. Meine Freunde haben bestimmt einige Sandsgiftteile. Sie sind sehr freundlich und lebendig. Sprich mit ihnen, aber sei vorsichtig. Wenn du auf die flachen Sandflecken trittst, werden die Sandraupen dich hören und fressen. Und wer leistet mir dann Gesellschaft? Achso. Nein, nein, das wollen wir überhaupt nicht. Ich
Ich begleite dich zu denen. Kannst auch mal mit jedem von denen reden hier. Du meine Güte, eine neue Person hat Oasis verlassen, um mit mir zu sprechen. Und diese Person sieht auch noch so gut aus. Oh, das ist Mrs. Blavis. Sei vorsichtig, sie flirtet ohne Unterlass. Ich komme mir bei ihr immer vor wie ein Stück Fleisch. Ich habe ihr vor einigen Wochen einen Kühlmittelverteiler geschenkt. Nimm dir. Könnte ich wohl Pommes Fritz zu dem Shake haben? Du bist sehr attraktiv. Oh Gott. Nur noch ein paar Sanftgiftteile mehr, dann kannst du dich auf den Weg zu Captain Scarlet und dem Gott. Wie toll, dass du mich ganz allein lassen wirst. Ah, hallo, da, wie geht's? Man nennt mich Joko, den Joker, und ich bin ein echter Scherzkick. Hey, was ist der Unterschied zwischen einem Skag und Wasserknappheit? Gibt keinen. Sie bringt dich beide um. Ein echter Schelm, dieser Joko. Oh Gott. Für eine seiner Witzgeschichten. Finde ihn und er gehört dir. Ich habe gerade das Gefühl, ich möchte nicht mehr weiter Borderlands spielen. Keine Sorge, den schlimmsten Part haben wir hinter uns. Das Tiny Tina DLC. Ah, ich gestern gezeigt. Hey, das war super. Nein, den schlimmsten Part im Sinne vom Humor. Achso. Wie kommen wir da hin? Ja, können wir gleich hochklettern. Mal hinten rum. Ja, komm hier lang. Wie wird denn du? Holen willst. Mach hier eine Leiter. Ich bin daneben gesprungen! Denn ich weiß nicht, wie Leiter funktionieren. Hast du? Nein. Ich weiß auch nicht, wie Leitern funktionieren. Oh mein Gott, da kommen wir ganz schnell. Jetzt hab ich's. Sehr gut. Oh, gehst du? Ich. Geh einfach. Oh Mann. Gehen wir hier hin. Ich hatte gehofft, dass man über die... Was? Schon explosive Stimmung hier. Ich bin auch sonst lustig. Klamotten und Jungs und Highschool und Tratsch. Das ist Jennifer, ein nettes Mädchen, aber ziemlich naiv. Ich glaube, sie hat einen Magnet-Oberthruster, den du für das Sunskiff brauchen kannst. Hops. Mhm. Leine! Oh Gott. Bin auf dir rumgebounced. Oh, fand mal Kisten. Ah, ich bin in der Tür stuck! Verdient? Ja, aber schon. Im Zweifelsfall immer. Leine! Löcher im Boden. Also, ich konnte da gerade drüber laufen. Das ist mir auch okay, dass es einfach geht. Ich hab. Ja, definitiv mache ich mir zu viele Sorgen. Hier, Leine. Hey Lionel, was geht? Ah, hallo Mensch, ich fühle mich heute sehr gut und nicht tot vor Durst. Wie geht es dir? Ah, du hast Lionel getroffen. Wie geht es dir, Lionel? Lionel. Wem sagst du das? Wie geht's der Familie? Nun, sie. Und Ende. Das ist eine tolle Geschichte, Lionel. Mein Freund, ich glaube, er hat irgendwo eine Triebwerkssicherung versteckt. Sie gehört dir. Kann man die Angel hochziehen? Wir müssen da schon runtergehen. Oh. Gibt keinen Fallschaden. Da unten gibt's aber Monster. Oh, jetzt hat was angebissen. Ja, hinterher, ne?